بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, wir wollen heute endlich weitermachen mit unserer Reihe über die Themen der Suren des Korans und heute insha'Allah ta'ala mit einer schon etwas längeren Sura im Vergleich zu dem vorherigen und zwar mit der Sura Nummer 98 in der Reihenfolge des Mus'hafs, Surat Al-Bayyinah. Und ich glaube, dass wir diese Sura noch so vorlesen können, insha'Allah ta'ala, mit den darauffolgenden Suren wird es langsam knapp, weil sie immer länger werden, zumindest nach dann Surat Al-Qadr, aber dann werden wir, wie gesagt, sie nicht mehr am Anfang vorlesen können, aber das machen wir bei dieser Sura noch einmal, bi'iznillah azza wa jal, um die Baraka des Korans, insha'Allah ta'ala, zu erlangen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Diejenigen von den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden sich nicht eher von ihrem Unglauben lösen, bis dass der klare Beweis zu ihnen kommt. Ein Gesandter von Allah, der gereinigte Blätter verliest, in denen rechte Schriften sind. Und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, haben sich nicht eher gespalten, als bis der klare Beweis zu ihnen gekommen ist. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, als Anhänger des rechten Glaubens und das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, das ist die Religion des rechten Verhaltens. Gewiss, diejenigen unter den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden im Feuer der Hölle sein, ewig darin zu bleiben. Das sind die schlechtesten Geschöpfe. Gewiss, diejenigen aber,
die Glauben und rechtschaffene Werke tun. Das sind die besten Geschöpfe. Ihr Lohn bei ihrem Herrn sind die Gärten Edens, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Das ist für jemanden, der seinen Herrn fürchtet. Das ist Surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ist eine Sura, die unter sehr vielen Namen bekannt ist. Ich habe hier insgesamt 8 Namen, welche ich zusammenstellen konnte. Und zwar gibt es eine Überlieferung, aus der hervorgeht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Surat Al-Bayyinah als lam yakuni alladhina kafaru, also dem Anfang der Sura, bezeichnet hat. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Überlieferung, die wir bei Al-Bukhari finden, wo Anas ibn Malik überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Ubay ibn Ka'b sprach: Inna Allah amarani an aqra'a alayka lam yakuni alladhina kafaru. Allah hat mir befohlen, dass ich dir folgende Sura vorlese, nämlich lam yakuni alladhina kafaru. Also Surat Al-Bayyinah. Auf diesen Hadith kommen wir insha'Allah ta'ala noch gleich zu sprechen, er geht noch weiter. Ebenfalls findet man den Namen lam yakun, also nur die ersten beiden Worte. Also in diesem Hadith nennt der Prophet sallallahu alaihi wasallam Surat Al-Bayyinah lam yakuni alladhina kafaru. Durchaus üblich gewesen, dass man einfach den Anfang der Sura erwähnt, als Namen und Überschrift für diese Sura. In vielen Masahif, gerade auch beispielsweise in Tunesien, wie ich es in dem Tafsir von At-Tahir ibn Ashur, der ja selbst Tunesier gewesen ist, auch entnommen habe, wo er sagt, dass in den meisten Ketatib, das heißt in den meisten Koranschulen für Kinder, Surat Al-Bayyinah wie genannt wird? Einfach nur Lam Yakun. Weil es die einzige Sura ist, welche mit den Worten Lam Yakun beginnt. Surat Al-Bayyinah, also Al-Bayyinah, der klare Beweis, ist ebenfalls ein Name. Und in den Mushaf, den wir heutzutage aus Medina haben, steht, soweit ich mich entsinnen kann, Al-Bayyinah. Und es gibt auch einige Masahif, in denen das Wort Qayyimah, Surat Al-Qayyimah, verwendet wird. Warum? Weil auch in dieser Sura das Wort Al-Qayyimah vorkommt. Wir kommen noch auf die Bedeutung von Al-Qayyimah zu sprechen. Da haben wir schon wie viele Namen? Wir haben jetzt schon 4 Namen. Ebenfalls ein Name, den As-Suyuti, Imam As-Suyuti in seinem bekannten Buch Al-Itqan fi Ulum al-Quran, das Standardwerk in Bezug auf die Koranwissenschaften, Al-Itqan fi Ulum al-Quran, er nennt oder er sagt und schreibt über diese Sura, dass manche sie auch wie genannt haben, Surat Ahl al-Kitab, die Sura über die Leute der Schrift. Dann wird ebenfalls überliefert, dass manche sie Al-Bariyah genannt haben. Sharrul Bariyah, Khairul Bariyah. Geschöpfe. Und manche haben die Sura Surat Al-Infikak genannt. Von was kommt denn Al-Infikak? Von was kommt denn Al-Infikak? Wer von euch kennt die Sura auswendig? Im ersten Vers gibt es ein Wort, was diesem Wort ähnelt. Munfakina, genau. Und deswegen Al-Infikak ist der Mostar sozusagen, das Infinitiv, ja, von Munfakina, ja, also sozusagen losgesagt oder sozusagen sich von etwas trennen. Ja, Surat Al-Infikak. Und dann, und das ist etwas, was wahrscheinlich ein Fehler ist eher, gibt es auch einige Bücher, die sagen, zu den Namen von Surat Al-Bayyinah gehört Al-Qiyamah. Aber in einem Vortrag von Sheikh Salman Al-Uda hatte er gesagt, dass er davon ausgeht, dass es sich hierbei wahrscheinlich um einen sogenannten Tashif handelt. Tashif bedeutet einen Fehler in der Schreibweise. Sie wollte eigentlich Qayyimah schreiben und haben dann Qiyamah geschrieben. Ja? Und dementsprechend müssen wir davon ausgehen, dass man wahrscheinlich 7 Namen für diese Sura hat, unter denen diese Sura bekannt ist. Also, noch einmal. Lam yakun illadhina kafaru, lam yakun, Al-Qayyimah, Al-Bayyinah,
Ahlul Kitab, Al-Bariyya, Al-Infikak. Ja? Sieben verschiedene Namen, die wir hier von einer einzigen Sura haben. Und das zeigt, dass die Namen der Suren nicht unbedingt festgelegt sein müssen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Art Ijtihad. Das heißt, einige Gelehrte oder es hat sich so eingeführt, dass man dieser Sura einen bestimmten Namen gibt aufgrund eines bestimmten Wortes, was nur in dieser Sura vorkommt oder aufgrund des Beginns der Sura, weil es die einzige Sura ist, welche im Koran so beginnt. Surat Al-Bayyinah ist eine Sura, bei der es ebenfalls Meinungsverschiedenheiten gibt, ob es sich um 8 Verse handelt oder um 9 Verse, hatten wir schon öfters gehört gehabt. Das soll uns nicht weiterhin beschäftigen. Wichtig ist einfach, dass es einige Masahif gibt, in denen die Sura sozusagen nicht aus 8 Versen besteht, sondern aus 9 Versen besteht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mehr recherchiert, wo genau dann dieser 9. Vers dann gemacht wird. Das heißt, ob es dann irgendwo einen Waqf gibt, das heißt, eine Stelle gibt innerhalb dieser Sura, wo dann Gelehrte gesagt haben, es handelt sich hierbei um 2 Verse und nicht um einen Vers. Ich habe das nicht noch einmal recherchiert. Aber welches Beispiel haben wir denn noch dafür, dass eine Sura, dass es Meinungsverschiedenheiten darüber gibt, ob ein Vers sozusagen ein Vers ist oder aus 2 Versen besteht? Da hatten wir schon öfters dieses Beispiel gehabt. Ja. Luther, ja. Surat Al-Fatiha. Welcher Vers? Der letzte Vers. Ja. Manche bleiben hier stehen und sagen, das ist ein Versende. Und dann, ist dann der nächste Vers. Ja, das als Beispiel, und das hatten wir auch in anderen Suren gehabt, wie beispielsweise Surat Al-Qari'ah. Okay, aber das endet an der Bedeutung überhaupt nichts. Gar nichts, sondern es ist genau dasselbe, ja, genau dasselbe Wortlaut, nur dass man einen anderen, sozusagen ein anderes Ende nimmt für bestimmte Verse oder bestimmte Verse in 2 Teile aufteilt. Gut. Handelt es sich bei Surat Al-Bayyinah um eine mekkanische Sura oder um eine medinensische Sura? Was würdet ihr sagen? Einfach mal so, nur von dem, was ihr bisher gehört habt in den Vorträgen oder auch vielleicht gelesen habt über die Merkmale von medinensisch und mekkanisch. Was würdet ihr sagen, wenn ihr diese Sura hört? Handelt es sich um eine mekkanische oder eine medinensische Sura? Wie kommst du darauf, dass es mekkanisch ist? Okay. Du sagst mekkanisch. Mhm. Gut. Was? Eine andere Meinung? Es gibt ja noch die andere Möglichkeit. Obwohl, es gäbe noch eine dritte Möglichkeit. Die sage ich gleich, inshallah. Ja? Aha, medinensisch, ja, wegen Al-Kitab. Sehr schön. Was wäre denn die dritte Möglichkeit? Beides. Beides, inwiefern beides? Es gab ja Verse, die in der Zeit von Mekka offenbart wurden. Das heißt, dass eine Sura, ja, sozusagen teilweise mekkanisch, teilweise medinensisch ist, ja? Das haben wir aber in dieser Sura nicht. In dieser Sura, ja, gibt es sehr weit auseinandergehende Meinungen. Und interessant ist, dass jede dieser Meinungen vertreten wird von einer Gruppe von Gelehrten. Und jede dieser Gelehrten behauptet, qala jumhurul ulama. Sozusagen, die Mehrheit der Gelehrten hat gesagt, dass es medinensisch ist oder dass es mekkanisch ist. Ja, was sollen wir denn jetzt sagen? Wem sollen wir jetzt Glauben schenken? Ist es jetzt, wenn sie sagen, beide sagen Jumhur. Ja, was heißt Jumhur? Ja, sozusagen die Mehrheit der Gelehrten hat es gesagt. Die einen behaupten, die Mehrheit hat gesagt medinensisch und die anderen behaupten, die Mehrheit hat gesagt mekkanisch. Wie kann das sein? Widersprechen sich hier die Gelehrten? Ja? Ist das nicht ein Widerspruch an sich? Und hier gibt es etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar, dass wir wissen müssen, nicht weil ein Gelehrter sagt oder nur weil ein Gelehrter sagt, wir respektieren die Gelehrten natürlich, ja, dass die Jumhur dies oder jenes gesagt haben, also die Mehrheit dies oder jenes gesagt haben, heißt das nicht, dass das unbedingt stimmen muss. Warum bedeutet das, dass es nicht unbedingt stimmen muss? Weil vielleicht hat er nicht richtig recherchiert.
Vielleicht sind ihm nicht alle Meinungen bekannt gewesen. Vielleicht ist er davon ausgegangen, dass das eine mekkanische Sura ist und dementsprechend hat er nur nach den Gelehrten gesucht, welche seine Meinung vertreten und ist dann davon ausgegangen, ah, ich habe hier 6, 7 Gelehrte, die meine Meinung vertreten und dementsprechend kann ich davon ausgehen, dass es sich um den Jumhur handelt, das heißt um die Mehrheit der Gelehrten handelt. Also es ist immer eine subjektive Frage. Und demnach muss man aufpassen. Nur weil jemand behauptet, die Mehrheit würde dies so oder so tun, bedeutet das nicht, dass es auch wirklich die Mehrheit ist. Und das ist auch für mich ganz persönlich wichtig. Es kann sein, dass ich beispielsweise in einer Gruppe bin, wo alle das so machen. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass das die Mehrheit der Muslime ist, die das so tut. Obwohl meine Gruppe eine relativ kleine Gruppe ist und ich nur mit diesem Muslim zu tun habe. Und demnach muss man mit diesen Begriffen wie Mehrheit aufpassen. Und selbst wenn Gelehrte sagen, die Mehrheit, muss das nicht immer unbedingt stimmen. Weil ein Gelehrter ist auch nur ein Mensch und ein Mensch kann Fehler machen. Und dementsprechend hat ja auch Imam Malik etwas sehr, sehr Schönes gesagt, als er am Grabe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam stand. Kullun yu'khadhu minhu wa yurad. Von jedem kann man eine Aussage annehmen, akzeptieren oder sie auch ablehnen. Illa sahib hadha al-qabr. Und er zeigte auf das Grab des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Außer der Besitzer dieses Grabes. Und er zeigte auf das Grab unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und demnach, ganz, ganz wichtig, dass wir das auch lernen. Ja? Erstens, diesen Adab al-Ikhtilaf, dass wir lernen, wie man mit Meinungsverschiedenheiten umgeht. Und dass wir auch natürlich immer auch aufpassen, wenn wir etwas sagen, dass das nicht immer unbedingt richtig sein muss. Und dass, wenn wir etwas hören, das auch durchaus hinterfragt werden muss. Genauso wie es die Gelehrten gemacht haben. Gelehrte sind keine Heiligen. Gelehrte sind Wissenschaftler. Und ein Wissenschaftler kann eine Theorie aufstellen. Und diese Theorie kann richtig sein oder kann falsch sein. Ich respektiere diesen Wissenschaftler, weil ich weiß, dass er Wissen hat. Ich stelle nicht in Frage, dass er Wissen hat. Was aber nicht bedeutet, dass alles, was er sagt, unbedingt immer richtig sein muss. Und ich glaube, wenn wir diese Herangehensweise lernen, und wir werden darauf noch später in einem anderen Vers zu sprechen kommen heute, weil heute geht es auch unter anderem um Ikhtilaf, ja, wie wir aus den Versen dieser Sura entnehmen können. Ich glaube, wenn wir das lernen, dass erstens Gelehrte keine Heiligen sind und dass wir auch ihre Meinungen manchmal auch durchaus in Frage stellen können und dass nicht alles, was sie sagen, richtig sein muss, dann werden wir als Muslime auch nicht mehr diese Asabiyya haben. Was ist Asabiyya? Fanatismus, ja, ist halt das Wort fehlt auf Deutsch. Ja? Dass ich fanatisch bin in Bezug auf bestimmte Meinungen, wie wir es heutzutage unter manchen Muslimen, nicht manchen, leider vielen Muslimen haben, gerade praktizierende Muslimen, ja? Die dann fanatisch einen Gelehrten befolgen. Und sobald man eine Meinung dieses Gelehrten in Frage stellt, was ist dann? Du hast den ganzen Gelehrten nicht respektiert. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ja, und das hatten wir, dieses Problem hatten wir schon immer gehabt, ja, selbst zu der Zeit der großen Imame, ja, als Imam al-Shafi'i seine eigene Meinung entwickelt hat und sich sozusagen emanzipiert hat gegenüber Imam Malik, seinem Lehrer, da kamen einige Anhänger und Schüler, das waren keine richtigen Schüler von Imam Malik gewesen, aber einige Anhänger, fanatische Anhänger, haben angefangen, Imam al-Shafi'i aufs Schärfste zu kritisieren. Wie kannst du es wagen, dass du unserem Imam, dessen Schüler du gewesen bist, widersprichst? Als ob seine Worte ja Koran und Sunna sind. Der Imam Malik, mashallah, was für ein großer Gelehrter, den wir alle respektieren und respektieren müssen. Aber das heißt nicht, dass seine Worte heilig sind. Seine Worte sind eine Interpretation. Und wir danken ihm dafür, dass er diesen Ijtihad betrieben hat, sich angestrengt hat, sich die Mühe gemacht hat, für uns den Koran und die Sunna auszulegen, dass es eine Hilfe für uns ist. Aber das nicht, bedeutet nicht, dass seine Worte Koran und Sunna sind. Seine Worte sind nicht die Scharia, seine Worte sind lediglich ein bestimmtes Verständnis der Scharia. Und wenn wir so an die Sache herangehen, was lernen wir dann? Dann lernen wir diesen Respekt gegenüber anderen Meinungen. Und dann werden wir auch niemals fanatisch sein. Und dann werden wir uns auch nicht bekämpfen oder bekriegen aufgrund unterschiedlicher Meinungen. Aber was haben wir heutzutage? Wir haben heutzutage gerade bei vielen praktizierenden Muslimen, ja, diesen Fanatismus in Bezug auf bestimmte Gelehrte.
Ja? Ich bin der Anhänger von Sheikh al-Albani und ich bin der Anhänger von dem Sheikh und ich bin der Anhänger von jenem Sheikh. Ja? Und wenn du es auch nur wagst, eine Meinung von Imam al-Albani in Frage zu stellen, dann bist du aus meiner Sicht kein richtiger Muslim mehr. Dann hast du die richtige Akide verlassen. Was ist das? Ja? Nein. Ja? Wir müssen das lernen, dass wir einfach diese unterschiedlichen Meinungen und Herangehensweisen der Gelehrten als eine Bereicherung ansehen. Als eine Bereicherung. Das ist eine Bereicherung. Und wenn wir so an die Sache herangehen, dann werden wir uns nicht darüber ärgern, dass es vier Madhahib gibt, ja, dass es sogar noch mehr Madhahib gibt, sondern dann werden wir sagen, Alhamdulillah, dass es so eine große Bandbreite an Meinungen gibt, damit ich als Muslim auch aus diesem Topf an Meinungen für mich etwas nehmen kann, wo ich sage, das ist wirklich das, was ich aus dem Koran und der Sunna nehme. So verstehe ich den Koran und die Sunna. Was mir meinen Alltag auch erleichtert in vielerlei Hinsicht. Was auch dazu führt, dass der Muslim in allen Lebenssituationen, Alhamdulillah, egal wo er lebt auf dieser Welt, seine Religion praktizieren kann. Und deswegen, und das hatten wir schon einmal, als wir über das Thema Ikhtilaf gesprochen haben, als einmal ein Schüler von Imam Ahmad ibn Hanbal zu ihm kam, da sagte er zu ihm, ich habe ein Buch geschrieben. Ein Buch geschrieben über den Ikhtilaf, über die Meinungsverschiedenheiten. Was sagte daraufhin Imam Ahmad zu ihm? Nenn es nicht Kitab al-Ikhtilaf, sondern Kitab? Nein, Kitab al-Sa'ah. Nenn es das Buch der Weite. Nenn es das Buch der Weite, weil es die Religion nämlich weitet. Weil es nämlich dem Menschen die Dinge erleichtert und nicht erschwert. Weil es nämlich eine Rahma ist, solange sich die Menschen nicht spalten. Okay, kommen wir zurück, insha'Allah ta'ala, jetzt zu der Frage, ob mekkanisch oder medinensisch. Und zwar, so was mir die Argumente sagen, welche von den Gelehrten diesbezüglich angeführt werden, ob mekkanisch oder medinensisch, habe ich eher das Gefühl, dass es sich hierbei um eine medinensische Sura handelt und nicht um eine mekkanische Sura. Und zwar aus folgenden Gründen. Einmal haben wir diesen schönen Hadith von Ubay ibn Ka'b. Und Ubay ibn Ka'b war ja in Medina gewesen. Ja? Zu den Ansar an, Ubay ibn Ka'b. Und dementsprechend deutet es darauf hin, dass es wahrscheinlich eine medinensische Sura war. Es könnte natürlich sein, dass es sich um eine mekkanische Sura handelt, die dann noch einmal verlesen wurde in Medina. Und der Hadith geht wie folgt. Das ist ein sehr, sehr schöner Hadith. Und zwar, wir hatten den Anfang schon gehört gehabt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Ubay ibn Ka'b sagt, O Ubay, Jibril oder Allah hat mir den Befehl gegeben, dass ich dir Surat Lam yakuni alladhina kafaru vorlesen soll. Woraufhin dann Ubay ibn Ka'b dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagte, völlig erstaunt, weil er konnte das gar nicht glauben, wasammani lak, und Allah hat meinen Namen erwähnt, dir, mich, ja, Ubay, ja, wer bin ich, dass mein Name von Allah erwähnt wird? Wasammani lak. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ja, er hat dich beim Namen erwähnt. Ubay ibn Ka'b konnte sich nicht mehr halten und er fing an zu weinen. Und ja, damit endet der Hadith, aber das reicht schon aus, subhanallah. Was für eine Stellung muss dieser Sahabi gehabt haben? Wir wissen, wer Ubay ibn Ka'b war. Ubay ibn Ka'b ist einer der Sahabe gewesen, welche den gesamten Koran in seiner Brust aufbewahrten. Das ist derjenige, der das Tarawih-Gebet in der Zeit von Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda vorbetete. Also ein ganz besonderer Sahabe. Aber was muss das für ein Gefühl gewesen sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu dir sagt, Allah hat mir befohlen, dir den Koran vorzulesen. Und er hat extra deinen Namen erwähnt. Ja, Salam, was für eine Auszeichnung. Was für eine Auszeichnung für diesen edlen Sahabi. Wer von uns würde sich nicht wünschen, an seiner Stelle zu sein?
Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ebenfalls zu jenen gehören lassen, welche Allah ta'ala bei denjenigen erwähnt, die bei ihm sind. Und das ist möglich. Wie ist das denn möglich, dass Allah ta'ala uns erwähnt? Wie ist das denn möglich? Welche Möglichkeiten haben wir denn, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erwähnt? Ja. Was? Ja, dass Allah uns liebt, ja, indem wir sozusagen ihm nahe kommen. Ja. Was noch für Möglichkeiten? Ja. Und Allah erwähnt das an den Engeln. Ja. Ja. Ja, wenn du Allah Ta'ala in einer sozusagen Gruppe erwähnst und gedenkst, dann wird Allah Ta'ala dich in einer noch besseren Gruppe erwähnen. Ja? Subhanallah. Ja? Also, und dann noch eine andere Möglichkeit. Keine Gruppe von Menschen versammelt sich an einem Ort von den Häusern Allahs. In einem Haus von den Häusern Allahs. يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ يَا السَّلَامُ. Keine Gruppe von Menschen versammelt sich in einem Haus von den Häusern Allahs, so wie wir es gerade machen. Jetzt gerade hier. Wir sprechen noch über den Koran oder was machen wir? Ja? يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ. Sie rezitieren das Buch Allah, das haben wir gerade rezitiert. وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ. Und sie studieren das miteinander. Was machen wir? Wir beschäftigen uns mit den Worten Allah subhanahu wa ta'ala. إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. Außer dass die innere Ruhe auf sie herabkommt. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. Und die Barmherzigkeit Allah sie umgibt. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. Und die Engel um sie herum sind. Und jetzt das Wichtigste für uns. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Und Allah erwähnt sie bei jenen, die bei ihm sind. Ja, Salam. Ja, vielleicht haben wir das Glück, dass Allah uns gerade erwähnt. Ja? Also, das ist vielleicht nicht das Gleiche wie bei Ubay, aber vielleicht kommen wir so ein bisschen in die Nähe. Ja, also wir haben die Möglichkeit, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch unseren Namen erwähnt. Das ist das eine also. Das eine Argument, dass es sich um eine medinensische Sura handelt. Das andere Argument, dass es sich um eine medinensische Sura handelt, ist genau das, was der Bruder vorhin gesagt hat, nämlich, dass es um die Ahl al-Kitab geht. Die Leute der Schrift. Und hatte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Mekka wirklich mit Leuten der Schrift zu tun? Nein, er hatte mit Mushrikun zu tun. Wo bekam er dann mit Leuten der Schrift zu tun? In Medina. Und dementsprechend muss man davon ausgehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Sura in Medina geoffenbart bekommen. Und dann kommt noch ein anderer wichtiger Aspekt hinzu. Das Argument ist nicht ganz stichhaltig, aber man kann es benutzen. Das sozusagen bestärkt noch einmal diese Meinung. Und zwar, dass Allah Ta'ala in dieser Sura von was spricht? Iqamatus Salah wa Ita'us Zakah. Das Verrichten des Gebetes und das Entrichten der Zakah. Es wird auch in einigen mekkanischen Suren über das Gebet gesprochen, im Allgemeinen, damit ist nicht das Gebet fünfmal am Tag gemeint, weil es sozusagen teilweise in dieser Zeit noch nicht verpflichtend gewesen war, erst später dann, am Ende von der mekkanischen Phase. Und Zakat, wissen wir, ist erst wann zur Pflicht geworden? In Medina, im zweiten Jahr nach der Hijra. Ja, soweit ich mich entsinnen kann, ist Zakat zu einer Pflicht geworden. Aber Zakat könnte natürlich auch bedeuten, allgemein, dass ich mein Vermögen und mich selbst reinige vor Geiz und mein Vermögen reinige, indem ich nämlich den Bedürftigen etwas gebe. Aber trotz alledem, im Allgemeinen, wenn wir heutzutage den Koran lesen und von Iqamatus Salah und Ita'us Zakah sprechen, dann meinen wir damit was? Das Gebet, was wir fünfmal am Tag verrichten, und die Zakat, die wir einmal im Jahr entrichten sollten, wenn es sich um was handelt, wenn es sich um Gold und Silber oder Kapitalvermögen handelt. Und dementsprechend ist das auch nochmal ein Beleg dafür, ein Argument dafür, dass es sich bei dieser Sura um was für eine Sura handelt? Um eine medinensische Sura handelt. Okay. Beginnen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, mit dem ersten Vers dieser Sura. Über diesen Vers sagen die Gelehrten, es gibt keinen Vers im Koran, der schwieriger zu verstehen ist als dieser Vers. Allahu Akbar. Keinen Vers im Koran, der schwieriger ist als dieser Vers. Und deswegen hat man 19 verschiedene Meinungen über die Bedeutung dieses Verses. Dieser erste Vers: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ. Diejenigen von den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden sich nicht eher von ihrem Unglauben lösen, bis dass der klare Beweis zu ihnen kommt.
Über diesen Vers gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen unter den Gelehrten. Warum? Weil im Deutschen habe ich ja jetzt hier nur die Übersetzung. Das Problem ist, einige Gelehrte haben gesagt und haben angemerkt bei diesem Vers, dieser Vers macht uns in der Hinsicht Probleme, weil Allah Ta'ala in diesem ersten Vers sagt, sie werden sich nicht eher von Unglauben lösen, bis der klare Beweis zu ihnen kommt. Aber wir wissen doch, dass viele der Leute der Schrift, als der klare Beweis zu ihnen gekommen ist, sich nicht vom Unglauben gelöst haben. Und im Vers Nummer 4 dieser Sura sagt Allah Ta'ala, und er spricht wieder über die Bayyina, über diesen klaren Beweis, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَ. Und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, haben sich nicht eher gespalten, als bis der klare Beweis zu ihnen gekommen ist. Das ist doch ein Widerspruch. Das heißt, auf der einen Seite sagt Allah Ta'ala, sie werden nicht eher glauben, bis der klare Beweis kam. Und auf der anderen sagt er, als der Beweis kam, haben sie sich gespalten. Das ist doch ein Widerspruch. Und dementsprechend hat man verschiedene Herangehensweisen, wie es auch die Gelehrten dann in ihren Tafsir-Büchern genannt haben, um zu versuchen, diesen Vers zu erklären. Ich werde jetzt nicht auf die Einzelnen, weil das würde jetzt zu weit führen und darum geht es auch nicht. Es geht uns nicht darum, sozusagen ins Einzelne der Sura zu gehen, sondern es geht uns ja darum, das Thema der Sura zu erfassen. Und dementsprechend werde ich einfach mal das nennen, wo ich glaube, von den sozusagen Meinungen der Gelehrten, also ich zitiere nicht meine eigene Meinung, sondern ich zitiere die Meinung der Gelehrten, die, glaube ich, aus meiner Sicht schon das sehr, sehr gut und einfach erklärt. Und zwar, dass mit diesem Vers nicht gemeint ist, dass wenn der klare Beweis zu ihnen kommt, dass sie dann automatisch sich vom Unglauben lösen werden. Nein, sondern dass mit diesem Vers entweder gemeint ist, dass wenn der klare dass sie sozusagen erst dann richtig glauben können, wenn dieser klare Beweis zu ihnen kommt, und mit dem klaren Beweis ist entweder unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemeint oder der Koran, wie es die Gelehrten sagen. Das heißt mit anderen Worten, ihre Religion wurde so verändert von Menschenhand im Laufe der Geschichte, dass sie im Grunde genommen gar nicht mehr zu diesem wahren Kern gelangen konnten, weil der überschichtet war durch ganz viele Schichten, welche im Laufe der Geschichte entstanden sind, sodass es ihnen nicht mehr möglich gewesen war, zum eigentlichen wahren Kern ihres Glaubens allein zurückzufinden. Bis dann Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der abschließenden Botschaft gekommen ist, welche diese Schichten abträgt und uns aufzeigt, was der wahre Kern ihrer Botschaften gewesen ist. Ob es die Christen oder die Juden sind. Das könnte eine Bedeutung sein. Und ich halte diese Bedeutung auch für sehr, sehr logisch. Und das zeigt uns auch etwas. Und zwar, wie wir die Botschaft Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu verstehen haben. Die Botschaft Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist nicht, wie viele glauben. Viele Nichtmuslime, mit denen man spricht, die glauben, der Islam ist etwas völlig Neuartiges. Das gab es so noch nie zuvor. Nein. Die Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist nichts anderes, wie sie sich selbst beschreibt. Nämlich musaddiqa lima bayna yadayhi min al-kitab. Eine Bestätigung dessen, was vorher gewesen ist. Es bestätigt einfach das, was Allah subhanahu wa ta'ala vorher an die anderen Propheten herabgesandt hat. Und ich bin mir sicher, und ich habe keinen Zweifel daran, und ich bin mir sicher, dass jeder Mensch, der Christ oder Jude ist oder in irgendeiner Weise an diese Schriften glaubt, dass wenn er mit den Augen des Korans seine eigenen Schriften liest, dass er sie erst dann wirklich verstehen wird. Dass wenn du als Nicht-Muslim deine eigenen Schriften liest, als Jude, als Christ, mit dem Verständnis des Korans, dann bin ich mir sicher, wirst du erst durch den Koran deine eigenen Schriften richtig verstehen. Und ich kenne persönlich eine Schwester, ja, also ist auch verheiratet, ein Muslim, sie hat mir das selbst erzählt, oder ihr Mann hat mir das erzählt, wie sie Muslimin geworden ist. Ich nenne jetzt keinen Namen. Und zwar
sie war sehr gläubige Christin gewesen. Und sie war sogar sozusagen, also sie hat auch versucht zu missionieren. Hier in Deutschland. Ich kenne sie persönlich. Und auf jeden Fall hat sie dann, wie gesagt, auch einen Muslim kennengelernt, einen Studenten, der seine Religion kannte. Und er hat es immer abgestritten. Und hat immer gesagt, ach, Islam ist die Religion des Satans und Mohammed hat nur so besessen gewesen von einem Dämon, einem Shaitan, das kann nicht göttlich sein. Also sie war wirklich sowas von, also hat von voreingenommen gegenüber dem Islam, dass sie überhaupt nicht bereit gewesen war, sich in irgendeiner Weise mit dem Islam auseinanderzusetzen. Und auf jeden Fall gingen dann die Wege auseinander, soweit ich mich jetzt entsinnen kann, und dann nach einiger Zeit, subhanallah, trifft dieser Bruder sie wieder. Und was ist? Sie will den Islam annehmen oder ist schon Muslime geworden. Die Einzelheiten sind auch nicht wichtig. Ich weiß ja auch nicht mehr ganz genau aus dem Kopf. Der Grund ist, warum? Weil sie sich angefangen hat, mit dem Koran und mit dem Islam auseinanderzusetzen und dann erst gemerkt hat im Nachhinein, dass sie die Schriften, an die sie vorher geglaubt hat, völlig falsch verstanden hat. Und dass sie erst durch den Koran und durch die Lektüre des Korans und die Beschäftigung mit dem Islam ihre eigenen Schriften, das, womit Isa a.s. gekommen ist und womit all die israelitischen Propheten gekommen sind, erst wirklich verstanden hat. Und dementsprechend, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er das sagt, ja, dann zeigt er uns auf, ihr werdet erst dann wirklich diese Religion verstehen. Auch die Religion eurer eigenen Propheten, die Botschaft eurer eigenen Propheten, wenn ihr euch mit der Bayyina beschäftigt und auseinandersetzt. Nämlich mit der Botschaft Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, welche eine göttliche Botschaft ist, welche nicht von Menschenhand angetastet wurde. Das könnte eine Bedeutung sein, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Eine andere Bedeutung könnte diesbezüglich sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala in gewisser Weise den Leuten der Schrift einen Vorwurf macht. Dass sie immer behaupten, wir werden glauben, sobald zu uns der Messias kommt. Sobald zu uns der Erlöser kommt. Weil gerade auch beispielsweise die Kinder Israels, sie haben ja immer auf einen Messias gewartet. Und dann kam zu ihnen ein Messias. Und als zu ihnen der Messias kam, nämlich Isa a.s., haben sie ihn als Lügner dargestellt und haben ihn nicht akzeptiert. Und dementsprechend, Al-Tahir ibn Ashur in seinem Tafsir, er geht davon aus, dass der Vers Nummer 4, den wir gerade schon zitiert haben, nämlich وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ, und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, haben sich nicht eher gespalten, als bis der klare Beweis zu ihnen gekommen ist. Er geht davon aus, dass dieser Vers sich nicht, und die Bayyina in diesem Vers, also heißt der klare Beweis in diesem Vers Nummer 4, sich nicht auf Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bezieht, sondern auf wen bezieht? Er bezieht sich auf Isa alaihi sallam. Sodass Allah ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufzeigen möchte, du bist nicht der Einzige, der abgelehnt wurde als klarer Beweis. Sondern schon vor dir ist Isa alaihi sallam gekommen zu den Leuten, sozusagen zu den Juden, und sie haben ihn größtenteils ebenfalls abgelehnt, obwohl er ein klarer Beweis gewesen war. Und sie haben sich gespalten. Die einen haben an ihn geglaubt und die anderen haben nicht an ihn geglaubt. Und genau das Gleiche ist auch mit dir geschehen und wird auch mit dir geschehen, O Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Also, dass Allah ta'ala im Grunde genommen in diesem Vers was tut? Allah subhanahu wa ta'ala, er kritisiert in diesem Vers die Leute der Schrift. Und nicht nur die Leute der Schrift, sondern er kritisiert auch uns Muslime. Und warnt uns, dass wir es ihnen gleich tun. Weil was sagt Allah Ta'ala immer wieder im Koran? Inna Allah, ja, das ist jetzt über die Leute der Schrift, ja, Surat Al-Imran. Inna Allah ahida ilayna alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar. Allah, er hat uns sozusagen, er ist mit uns den Bund eingegangen und hat sozusagen uns von uns den Vertrag, also ist mit uns den Vertrag eingegangen, dass wir an keinen Gesandten glauben sollen, außer dass er mit einem Qurban kommt, ja, was ein Qurban sozusagen ein Opfer kommt, was von dem Feuer sozusagen verbrannt wird, als Zeichen dafür, dass es sich wirklich um einen Gesandten handelt. Und als dann der klare Beweis kam, was war dann? Haben sie ihn abgelehnt. Genauso, Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt es über Bezug auf Isa alaihi salam in Surat As-Saff, wo mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di
Ismuhu Ahmed. Ja, und er hat sozusagen Isa alayhi salam, er hat einen, es wurde sozusagen ein Prophet angekündigt, ja, der nach ihm kommen wird, Isa alayhi salam hat sozusagen Ahmed angekündigt. Falamma ja'ahum bil bayyinat, also unseren Prophet hat er angekündigt. Qalu hadha sihrun mubin, sagten sie, als er mit dem klaren Beweis kommt, also Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, haben sie gesagt, dies ist ein offenkundiger Zauber. Und so weiter und so fort. Viele Beispiele, welche wir im Koran haben. Und ich als Muslim muss mich davor achten, dass ich es ihnen gleich mache. Inwiefern? Ich kenne viele Leute, möge Allah uns nicht zu ihnen gehören lassen, welche immer sagen, Wallahi, wenn Allah Ta'ala mich recht leitet, dann werde ich schon anfangen zu praktizieren. Wallahi, wenn ich jetzt irgendwann einmal, inshallah Ta'ala, von Allah ein Zeichen bekomme, dann werde ich schon mit dem Gebet beginnen. Wenn ich heirate, dann wird sich mein Leben ändern. Wenn ich jenes tue, wenn ich das tue, wenn Allah... Ich mache es immer von irgendeiner Sache abhängig. Anstatt einfach es zu akzeptieren und die Wahrheit zu befolgen. Anstatt einfach zu Allah zurückzukehren, ohne das von irgendetwas abhängig zu machen. Das nennt man Taswif. Und dieser Taswif, das heißt, dass ich etwas aufschiebe, ist von was? Ist vom Shaitan. Nimm dich in Acht davor, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dass du es ihnen gleich tust. Indem du immer sagst, ja, ich werde schon, Wenn Allah mich recht leitet, was? Allah hat dich recht geleitet. Allah hat dir die klaren Beweise geschickt. Du hast den Koran, du weißt, was richtig ist, was falsch ist. Fang an, kehre zu Allah zurück. Und sei dir sicher, Allah wird dich annehmen. Aber sei nicht wie die Leute der Schrift, die immer alles aufschieben, die hier im Koran beschrieben werden. Sie werden es akzeptieren, wenn die klaren Beweise kommen. Du hast die klaren Beweise bekommen. Was willst du noch mehr? Willst du, dass Allah dich dir zeigt, damit du endlich anfängst, dich vor ihm niederzuwerfen? Und dieser Zeitpunkt wird kommen, wo du dir wünschen wirst, am jüngsten Tag dich vor Allah niederwerfen zu können, aber du kannst es nicht. Weil nur am jüngsten Tag jene sich niederwerfen können vor Allah, die sich auch im Diesseits niedergeworfen haben. Und diejenigen, meine lieben Geschwister im Islam, die sich nicht niedergeworfen haben, was wird mit ihnen sein? Sie werden steif bleiben wie ein Brett. Und sie werden auf ihren Rücken fallen. Und dementsprechend, meine lieben Geschwister im Islam, bevor das der Fall sein wird, wo sich alle niederwerfen können, weil sie sich im Diesseits niedergeworfen haben, und da am jüngsten Tag Allah sehen werden und sich vor ihm niederwerfen, ja, wirf dich jetzt nieder, weil der klare Beweis ist zu dir gekommen. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes und er spricht jetzt über diese sogenannte Bayyina. Und er zeigt uns auf, was die Bayyina ist, indem Allah subhanahu wa ta'ala nämlich sagt, Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara. Das ist die Bayyina, nicht mehr und nicht weniger. Ein Gesandter von Allah, der gereinigte Blätter verliest. Das ist unsere Bayyina. Mehr brauchen wir nicht als Menschen. Das ist der klare Beweis. Ein Gesandter, der von Allah gesandt wurde, der mit einer Schrift kommt, welche eindeutig von Allah subhanahu wa ta'ala stammt und man das als Mensch nachweisen kann. Fiha kutubun qayyima, in denen rechte Schriften sind. Die Gelehrten sagen, mit Suhuf sind wirklich Schriften gemeint. Suhuf sind Schriften gemeint. Mutahhara, das heißt, sie sind gereinigt. Und manche Gelehrte stützen sich ja genau darauf, indem sie nämlich sagen, man darf den Koran nicht ohne im Tahara-Zustand zu sein, das heißt, im Reinheitszustand zu sein, anfassen. Und das ist der Method von den vier Rechtsschulen. Das ist die Meinung der vier Rechtsschulen, dass man ohne Wudu den Koran, den Mushaf, nicht anfassen darf. Und sie stützen sich teilweise darauf und auf den Vers in Surat Al-Waqi'a, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, La yamassuhu illa al-mutahharun. Nur die Mutahharun, die sozusagen Gereinigten, fassen ihn an. Das ist die gängige Meinung. Es gibt noch Meinungen außerhalb der vier Rechtsschulen, die diese Argumentation in Frage stellen und sagen, nein, mit dem Mutahharun sind die Engel gemeint und damit ist nicht sozusagen der Mushaf an sich gemeint. Aber das ist noch einmal eine andere Diskussion. Und dann Kutubun Qayyima, in denen rechte Schriften sind, damit ist dann sozusagen der Koran an sich gemeint. Der Koran, der nicht nur ein Buch ist, sondern der Koran, der viele Bücher ist, nämlich alle Bücher, die zuvor gekommen sind. Allah Ta'ala, er bezeichnet den Koran hier als Kutub. Warum?
als Kutub, nicht als Kitab. Kutub ist der Plural von Kitab. Allah Ta'ala, er bezeichnet ihn als Kutub, weil der Koran nämlich alle Bücher, alle Offenbarungsschriften, die zuvor offenbart wurden, in sich birgt. Und sie erklärt und sie bestätigt. Qayyima. Was bedeutet denn Qayyima? Hier wurde es mit Recht übersetzt. Was heißt denn Qayyima? Wertvoll. Aber die meisten Gelehrten sagen, mit Qayyima ist hier was gemeint? Von Istiqama. Wie lautet der erste Vers von Surat Al-Kahf? Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba walam yaj'al fihi walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Genau dasselbe. Alles Lob gebührt Allah, ja, oder Alhamdulillah, alladhi anzala al-kitab, der das Buch auf seinen Diener herabgesandt hat, ja, alladhi anzala al-kitab walam yaj'al lahu iwaja, und der nicht sozusagen krummes, ja, ich denke, qayyima, es ist geradlinig, das Buch. Es führt uns zum geraden Weg. Jenem Weg, um den wir Allah jeden Tag immer bitten, ihdina as-sirata al-mustaqim. Leite uns den geraden Weg. Fiha kutubun qayyima. Und jetzt kommt der vierte Vers, den wir schon angesprochen hatten. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyina. Und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, haben sich nicht eher gespalten, als der klare Beweis zu ihnen gekommen ist. Spaltung. Allah Ta'ala, er spricht hier über Spaltung. Sie haben sich sozusagen von der Wahrheit abgewandt. Sie haben sich gegen die Wahrheit gestellt und haben sich dadurch auch untereinander gespalten. Allah Ta'ala, er will in diesem Vers uns Gläubige auch vor was warnen? Davor warnen, dass wir uns untereinander spalten. Und das ist eine Krankheit, die wir, wie gesagt, heutzutage haben, wie wir es vorhin auch angesprochen hatten. Und dementsprechend spricht Allah Ta'ala hier nicht nur die Leute der Schrift an und über sie, sondern Allah Ta'ala, er will uns gleichzeitig auch davor warnen, dass wir uns in irgendeiner Weise spalten. Und jetzt zeigt Allah Ta'ala auf, was ihnen eigentlich befohlen wurde. Es ist gar nicht viel, es ist auch nicht schwer. Es ist eine Frage des Herzens im Grunde genommen. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen. إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ. Es ging um nichts anderes. Und das ist das erste Gebot, was wir im Judentum haben. Das ist das erste Gebot, was wir im Christentum haben. Und das ist natürlich auch die Schahade des Islam. Und das zeigt, das ist die Quintessenz jeder Botschaft. Dem kann niemand widersprechen. إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Und ihm dabei aufrichtig in der Religion zu sein, die Religion reinzuhalten, Allah niemanden etwas zur Seite zu stellen. Und jetzt kommt es, Hunafa, als Anhänger des rechten Glaubens. Was heißt denn Hanif? Was ist denn die Grundbedeutung von Hanif? Wir hatten das schon einmal gehabt. Hanif, was bedeutet denn Hanif? Das Wort, ja? Reinheit. Ja, Hanif bedeutet, wie Gelehrten sagen, Ma'ilan eine Schirk ila Tawhid. Ma'il eine Schirk ila Tawhid. Das heißt, dass ich mich vom was abwende? Ich wende mich vom Schirk ab und wende mich was, wem zu? Dem Tawhid, dem reinen Monotheismus. Also Allah Ta'ala, er beschreibt hier einen Übergang. Er sagt nicht nur, ihr sollt Ikhlas haben, reinhalten die Religion, sondern ihr sollt euch auch von jeglicher Form von Schirk, von Beigesellung trennen. Und euch wem zuwenden? Ausschließlich Allah subhanahu wa ta'ala. Also noch einmal dieses aktive Handeln. Weil es nämlich passieren kann, dass der Mensch schwach wird. Dass der Mensch aufgrund seines Nefs mal nicht wirklich nur für Allah ta'ala handelt. Sondern dann noch etwas anderes beabsichtigt. Und dementsprechend Allah ta'ala, er beschreibt hier auch in gewisser Weise einen Kampf. Sowohl einen inneren Kampf als auch einen äußeren Kampf. Dass ich nämlich die Religion auch selbst reinhalte von äußeren Einflüssen, damit die Religion nicht verändert wird. Und das ist etwas, was es immer in der Geschichte gab. Das gab es in Bezug auf das Judentum, in Bezug auf das Christentum und es gibt es auch in Bezug auf den Islam. Dass immer wieder äußere Einflüsse versucht haben, diese reine Botschaft zu verändern. Und dementsprechend, wenn wir uns fragen, woher kommt beispielsweise diese Trinitätslehre? Woher kommen bestimmte grundlegende Aspekte im Christentum? Es ist ganz klar, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass gerade die Heidenchristen, das heißt jene Christen, welche vom Heidentum, also nicht vom Judentum, sondern vom Heidentum,
ja, dann das Christentum angenommen haben, dass viele von ihnen Aspekte aus ihrem ursprünglichen Glauben mitgenommen haben ins Christentum, was das Christentum wiederum beeinflusst hat. Ein ganz einfaches Beispiel, Weihnachten. Viele von uns glauben, an Weihnachten ist Jesus geboren worden. Nein. Was ist denn Weihnachten ursprünglich für ein Fest gewesen? Es ist genau, es ist die Sonnenwende. Ja? Sonnenwende, da hat man die Sonnenwende gefeiert. Und was haben sich einige christliche Herrscher dann gedacht, im sozusagen damals Römischen Reich, das dann christianisiert wurde? Sie haben sich gesagt, damit wir so viele Menschen wie möglich gewinnen für diese Feste, nehmen wir einfach ein Fest, was ohnehin schon besteht. Wir nehmen ein Fest, was ohnehin schon gefeiert wird von den Menschen, ja, und geben ihm einfach einen christlichen, sozusagen, wie sagt man, Note, ja, oder wie sagt man, ja, gut, egal. Also, hab schon verstanden, ja. Ja, und dadurch ist sozusagen am 24. und 25. ist dann sozusagen zu diesem Sonnenwendefest, ja, hat man dann was gemacht, hat man dann Weihnachten gefeiert. Ja? Und deswegen die orthodoxe Kirche, die feiert ja Weihnachten gar nicht am 24. Heiligabend, 25. ist eigentlich Weihnachtsfest, sondern wann feiern sie das? Ich glaube am 8. 6. Januar. Ja? Da sehen wir, ja, da sehen wir, wie sozusagen Bräuche aus anderen Religionen übernommen wurden. Und das haben wir nicht nur im Christentum. Nicht, dass Sie sagen, wir Muslime, Alhamdulillah, wir haben dieses Problem nicht. Wir haben dieses Problem auch. Dass Bräuche aus anderen Religionen dazu geführt haben, dass es auch Veränderungen sozusagen, von bestimmten Gruppen innerhalb unserer Religion gab. Wäre nicht der Koran und die Sunna, die authentisch überliefert wurde, hätten wir heutzutage genau dasselbe Problem, wie wir es im Christentum, im Judentum und in vielen anderen Religionen haben. Dass wir nicht mal die Wahrheit erkennen könnten. Aber wir wissen, es gibt Gruppen, die vom rechten Weg abgekommen sind oder die Dinge vermischt haben, ja, und wo dann im Grunde genommen schon fast eigenständige Religionen entstanden sind, ja, die nicht mehr wirklich viel zu tun haben mit dem ursprünglichen Glauben, ja, ob es Aleviten sind beispielsweise, ja, deswegen, man sieht, es gibt Elemente vom Islam, aber es wurde vermischt, das nennt man Sankretismus, vermischt mit anderen Religionen. Und somit hat man im Grunde genommen den eigentlichen Glauben verloren. Oder manchmal auch in bestimmten Sufi-Gruppen, die dann bestimmte Elemente aus anderen Religionen übernehmen und sie übertragen auf ihren eigenen Glauben, das dann vermischen mit der Ibadah. Ja? Genau dasselbe. Und das nennt man dann was? Das nennt man Bid'ah. Und genau vor dieser Bid'ah, vor dieser Erneuerung, hat unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gewarnt. Und deswegen ist es also ein dauerhafter Prozess. Hunafa. Wir müssen immer wieder versuchen, vom Schirk, dass wir die Religion in irgendeiner Weise sozusagen vermischen mit anderen, müssen wir versuchen, immer wieder zum reinen Tawhid, zu der reinen Botschaft zu gelangen. Ein dauerhafter Prozess, für den jeder Mensch verantwortlich ist auf individueller Ebene und die Umma als Ganzes, damit sie diese Religion reinhält. Die Grundlagen des Glaubens, dass sie das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, das ist das, worum es geht im Endeffekt. Dass sie ihre Beziehung zu Allah aufrechterhalten, ihre Beziehung für die Menschen da sind in der Gesellschaft, Gutes tun in der Gesellschaft. Das ist die Religion des rechten Verhaltens. Das ist die gerade Religion, das ist der gerade Weg. Das ist der Weg, den Allah Ta'ala von uns möchte. Allah will von uns nicht mehr. Allah will aus uns aufrichtige Menschen machen, die für die Menschen da sind, und die eine enge und innige Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und jetzt spricht Allah ta'ala über jene, welche sich von der Wahrheit abwenden. Obwohl sie die Wahrheit erkannt haben. Ganz wichtig. Ich versuche jetzt kürzer zu fassen, weil ich will nicht, dass es zu spät wird, inshallah ta'ala. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala jetzt, innal ladhina kafaru. Er spricht jetzt wieder über diejenigen, die ungläubig sind. Min ahlil kitab, von den Leuten der Schrift. Das heißt, es gibt Leute von den Leuten der Schrift, die nicht ungläubig sind. Ja? Es gibt Leute, die nicht ungläubig sind von den Leuten der Schrift. Wal-Mushrikin. Gewiss diejenigen unter den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind. Also welche sozusagen die Wahrheit erkannt haben, sie aber abgelehnt haben. Fi nari jahannam khalidina fiha. Werden im Feuer der Hölle sein, ewig darin zu bleiben. Und jetzt sagt Allah Ta'ala etwas sehr, sehr Hartes. Ulaika hum sharrul bariyya. Das sind die schlechtesten Geschöpfe. Warum? Warum sind es die schlechtesten Geschöpfe? Ja. Weil sie die Wahrheit erkannt haben. Genau, weil sie die Wahrheit erkannt haben und sie abgelehnt haben. Nachdem sie zu ihnen gekommen ist. Klar und deutlich. Ja, teilweise gab es Leute zur Zeit des Propheten, die
Leute der Schrift zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die nur damit sie den Propheten bekämpfen, zu den Mushrikun gesagt haben, als sie gefragt wurden, wer ist eigentlich besser, wir oder die Muslime, sie gesagt haben, ihr seid besser. Obwohl sie wussten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Tauhid aufruft. Wie kann bitte schon ein Mushrik, ein Polytheist, der viel Götterei betreibt, besser sein als jemand, der nur an einen einzigen Gott glaubt und dazu aufruft? Und trotz alledem, sie haben die Wahrheit erkannt, aber sie haben sie überdeckt. Und das sind die Schlimmsten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah ta'ala uns davor bewahren, ya Rabbil Alameen. Und genau solche Leute beschreibt Allah als Kuffar. Leute, welche die Wahrheit überdecken. Und hier gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Den hatten wir schon einmal angesprochen, aber ich möchte ihn an dieser Stelle noch einmal ansprechen. Es gibt immer lange Diskussionen unter den Muslimen heutzutage. Ja, sind eigentlich Juden und Christen Kuffar oder nicht? Gibt es immer diese Diskussion. Kennt ihr bestimmt auch, ja? Sind Juden und Christen Kuffar oder sind es keine Kuffar? Wie ist das? Wie verhält sich das? Und hier noch einmal, und ich mache es kurz, diese Unterscheidung. Wenn wir in Bezug auf die Dunya sozusagen die Dunya betrachten, was die Ahkam, das heißt, das sozusagen die Rechtsnormen in Bezug auf das diesseitige Leben betrifft, so ist jeder, der nicht Muslim ist, aus unserer Sicht ein Käfer. Was ist mit Käfer gemeint? Mit Käfer ist hier was gemeint? Ist lediglich gemeint, dass er nicht unserer Religion angehört. Und dementsprechend benutzt man auch Worte, welche dann unterscheiden. Und man sagt dann, das sind Leute der Schrift beispielsweise. Ja? Aber sie sind für uns nicht Muslime, das heißt, sie glauben nicht an unseren Glauben. Aber in Bezug auf das Jenseits wissen wir das nicht. Da gibt es unter den Leuten der Schrift welche, die Kuffar sind, weil sie die Wahrheit erkannt haben und abgelehnt haben. Und es gibt unter ihnen welche, die keine Kuffar sind. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, Laysu sawa'a. Sie sind nicht gleich. Im Diesseits ist das für uns das Gleiche. Weil wir wissen nicht, was in den Herzen der Menschen ist. Und das ist auch nicht wertend gemeint. Allah kann werten, weil Allah weiß, was in den Herzen der Menschen ist. Wir aber können nicht werten. Wir wissen nicht, ja, ist er jetzt kein Muslim, weil er die Wahrheit abgelehnt hat? Ja? Oder ist er das nicht, weil er nie mit der Wahrheit irgendetwas zu tun hatte und nie sich mit dem Islam auseinandersetzen konnte? Und deswegen ist es unsere Aufgabe, darüber auch nicht zu urteilen. Und deswegen ist es auch sinnvoll, nicht das Wort Käfer oder Ungläubiger zu benutzen, sondern dass wir immer neutrale Worte nutzen, wie andersgläubig, nicht Muslim, weil wir das nicht wissen. Ja? Was aber bei Allah ist, Allahu a'lam. Das weiß Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Aber kann ich sagen, dass Juden und Christen Muslime sind? Nein, sie sind keine Muslime. Und dementsprechend, wenn jemand sagt, Juden und Christen sind Kuffar, damit ist dann nicht gemeint, dass sie ungläubig sind, sondern dass sie nicht Muslime sind. Ich muss also verstehen, wie dieser Begriff verwendet wird. Und dementsprechend sollte man heutzutage immer aufpassen, welche Begriffe man in welchem Kontext verwendet. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, damit wir das auch verstehen. Aber keiner kann sagen, Juden und Christen sind Muslime. Wenn ich einen Juden sagen würde, du bist Muslim, dann würde er mir sagen, wer bist du denn, dass du mir sagst, ich bin Muslim, ich bin Jude. Das ist doch Quatsch, er sieht sich doch gar nicht als Muslim. Wenn ich einem Christen sage, du bist Muslim, oh, ich habe einen Stromschlag bekommen, keine Ahnung warum. Gleich werde ich hier gestraft. Ja. Du bist Muslim, ja, dann würde er mir auch sagen, ich bin kein Muslim. Ja. Ich glaube nicht an Allah. Ja. Ist ja auch sein Recht, ist auch nicht mein Problem. Ja. Also für mich ist er nicht Muslim. Ja. Und ich kann ihn nicht als Muslim bezeichnen. Aber ich benutze einen Begriff, der nicht polemisierend ist, nicht kränkend ist. Das ist dann, wie gesagt, ein neutraler Begriff, wie andersgläubig, Muslim, gerade wenn es um den Dialog geht. Gut. Und vielleicht noch ganz, ganz wichtig, weil diese Frage habe ich auch schon oft gehört, ja, heißt es, wenn ich ihn als sozusagen Käfer sehe, oder glaube, dass mein einziger Weg, dass mein Weg zum Paradies führt, dass ich dementsprechend intolerant bin? Nein, das hat nichts damit zu tun. Der Islam erlehrt mich, tolerant zu sein gegenüber den anderen, obwohl ich der Überzeugung bin, dass mein Weg der einzig wahre Weg ist. Und dementsprechend, ich wundere mich über Leute, die im Dialog tätig sind, ja, und dann sagen, ja, nein, es ist alles gleich und alle sozusagen werden das Paradies betreten. Nein, ich glaube nicht, ja, dass jemand, der die Wahrheit erkannt hat und sie ablehnt, das Paradies betreten wird. Glaube ich nicht. Weil der Koran nämlich sagt, ja, inna ad-dina 'indallahi al-islam. Und an anderer Stelle, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Wer etwas anderes als den Islam, als Religion anstrebt, von ihm wird nicht akzeptiert.
wenn er die Wahrheit akzeptiert hat. Aber ich urteile über niemanden. Ich weiß nicht, was Allah mit jedem Einzelnen tut. Ja? Das ist nicht meine Aufgabe, über die Menschen zu urteilen. Und ich bin tolerant, weil Allah von mir verlangt hat, tolerant zu sein. Aber ich bin trotzdem voll und ganz von meinem Weg überzeugt. Ja? Diesen Mut, den müssen wir haben, das auch zu sagen. Aber natürlich in dieser Art und Weise. Nicht, du bist in der Hölle. Woher soll ich wissen, ob du in der Hölle bist, wie es einige gemacht haben. Ja? Ja, wenn du jetzt nicht daran glaubst, bist du in der Hölle. Bin ich Gott, dass ich darüber urteile, ob du in der Hölle bist oder ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Soll ich dann über dich sagen, du bist in der Hölle? Ich weiß es doch nicht. Das überlasse ich Allah. Aber ich lade dich ein zu meinem Weg, weil ich von meinem Weg überzeugt bin. Das ist aber etwas anderes. Und jetzt, wir kommen jetzt zum Ende, inshallah ta'ala, machen noch schnell die letzten beiden Verse, bi'idhnillahi azza wa jall. Und zwar spricht Allah ta'ala, nachdem er über die schlechtesten Geschöpfe gesprochen hat, welche die Wahrheit erkannt haben, sie aber abgelehnt haben, spricht Allah ta'ala jetzt über die besten Geschöpfe. Und zwar jene, welche glauben und rechtschaffene Werke tun. Innal ladhina amanu wa amilu s-salihat. Nicht nur einfach amanu, sondern amanu wa amilu s-salihat. Gewiss diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Das eine reicht nicht aus, sondern beides muss vorhanden sein. Das sind die besten Geschöpfe. Was ist ihr Lohn? جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. Ihr Lohn bei ihrem Herrn sind die Gärten Eden. Was ist denn Eden? Was bedeutet denn Aden? Was heißt das Wort Aden? Aden bedeutet so viel wie Iqama. Iqama sozusagen ein Ort, Gärten, in denen sie bleiben werden. Also sozusagen ewig bleiben werden. Das ist mit Aden gemeint. Ja, also sozusagen, es sind die Gärten, an denen sie sozusagen, wo ihre Wohnstätte sein wird, die von Dauer ist. Durch all von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Guck mal der Unterschied jetzt. Was hat Allah Ta'ala bei den Alladhina Kafaru gesagt? Khalidina fiha. Was sagt Allah Ta'ala bei den Gläubigen? Khalidina fiha abada. Warum dieser Unterschied? Was würdet ihr sagen? Warum bei den einen Khalidine ewig und bei den anderen Khalidine fiha abada? Abada heißt nochmal ewig sozusagen. Khalid ist sozusagen eine lange Zeitspanne. Und abada ist die Ewigkeit. Warum erwähnt Allah Ta'ala die Ewigkeit bei den Gläubigen, während er bei den Nichtgläubigen, was erwähnt, oder bei den sozusagen Ungläubigen, hier wirklich Ungläubigen, die die Wahrheit ablehnen, von nur Khalidin spricht? Warum? Was ist der Unterschied? Das ist ganz, ganz wichtig. Allah Ta'ala, er will hier uns etwas beibringen. Und zwar, dass seine Barmherzigkeit immer stärker ist als sein Zorn. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Selbst mit solchen Leuten, die die Sharrul Bariyya sind, macht Allah einen Unterschied zwischen den Gläubigen, die ewig bleiben, und den Ungläubigen, welche ebenfalls, Khalid bedeutet, wird häufig als ewig übersetzt, ja? Aber da gibt es einen Unterschied. Allah fügt nicht extra noch einmal Abada hinzu. Und Abada ist sozusagen die absolute Ewigkeit. Und aus diesen Versen und dieser Unterscheidung haben einige Gelehrte und aus anderen Stellen im Koran entnommen, wie Ibn al-Qayyim und Ibn Taymiyyah, und zu den moderneren Gelehrten, welche diese Meinung vertreten haben, gehört Rashid Rida, ja, der den Tafsir al-Manar geschrieben hat, die gesagt haben, die Hölle wird enden. Was nicht heißt, dass alle Hölleninsassen das Paradies betreten werden, aber dass die Hölle eines Tages samt ihrer Insassen enden wird, nach einer sehr langen Zeit. Während das Paradies beständig bleibt. Das ist eine Ausnahmemeinung innerhalb der Aqida. Eine Ausnahmemeinung. Aber diese Meinung ist durchaus sozusagen, also stützt sich auf gute Argumente. Aus meiner Sicht auf gute Argumente und steht auch im Einklang mit der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah weiß es am besten. Wir wissen es nicht. Aber selbst Khalidin reicht aus. Selbst wenn ich sage, dass ich einfach da ist, Khalidin reicht aus. Ja? Möge Allah ta'ala uns vor der Hölle bewahren. Ja, Rabbil Alamin. Und ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, weil das jetzt zu weit kommen führen würde. Schließen wir ab mit etwas Schönem. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihnen. Und hört euch jetzt diesen schönen Hadith an, wir sind gleich fertig, inshallah ta'ala. In 2 oder 3 Minuten sind wir fertig, bi'idhnillahi azza wa jall. Hört euch diesen schönen Hadith an, wo Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag, wenn die Paradiesbewohner im Paradies sind, dann die Paradiesbewohner fragen wird: Araditum, seid ihr zufrieden?
Und sie dann antworten werden, wie sollen wir nicht zufrieden sein? Du hast uns das Paradies betreten lassen. Alam tubayyid wujuhana, hast du nicht unsere Gesichter weiß gemacht und hell erleuchten lassen? Alam tutkhilna al-janna, hast du uns nicht das Paradies betreten lassen? Alam tunjina minan nar, hast du uns nicht vor der Hölle gerettet? Daraufhin sagt Allah Ta'ala, hal turiduna shay'an azidukum, wollt ihr etwas, was ich euch noch darüber hinaus gebe? Und sie werden sich wundern, wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Woraufhin dann Allah subhanahu wa ta'ala, was macht Allah subhanahu wa ta'ala? Er zeigt dann sein Antlitz, woraufhin sie nichts Schöneres haben werden, als das Schauen zum Antlitz Allah subhanahu wa ta'ala. Und in einer anderen Version dieser Überlieferung heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, ich werde mit euch immer zufrieden sein, sodass ich nie wieder mit euch zürnen werde. Und das ist das Schönste, was die Paradiesbewohner bekommen werden. Radiyallahu anhum, Allah ist zufrieden mit ihm und sie sind zufrieden mit Allah. Wer kriegt das? Dhalika liman khashiya rabbah. So wird die Sura abgeschlossen. Das ist für jemanden, der seinen Herrn fürchtet. Ehrfurcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Wer Ehrfurcht hat, der wird glauben. Wer Ehrfurcht hat, der wird Gutes tun. Wer Ehrfurcht hat, der wird sich bemühen, aufrichtig zu sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Aufrichtigen gehören lassen. Möge Allah uns zu jenen gehören lassen, welche immer die Wahrheit akzeptieren und sie immer befolgen. Welche immer aufrichtig sind in ihren Glauben reinhalten. Welche sich immer vom Schirk, von der Beigesellung trennen und zum Tawhid, zum reinen Ein-Gott-Glauben fliehen, möge Allah Ta'ala uns zu seinen frommen, rechtschaffenen und aufrichtigen Dienern gehören lassen. Amin, ya Rabbil Alameen. Barakallahu fikum für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt lange Geduld gehabt. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.